wirklich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Das klingt ein bisschen nach den Plasmiden aus den ersten beiden Teilen. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nein. Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft. Ja, das kennen wir schon. Ich spreche von Kräften. Ah, guck mal, hier ist der Jahrmarkt. Ob ich toll. Produziert von Mr. Jeremiah Fink. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Aha, how to play. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Cast out the devil. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Was soll ich denn machen? L2. Und da ist Teufel Nummer 1. Lol. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er Lauf. Nummer 3. Wir haben einen Gewinner. Ja, was habe ich gewonnen? Geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung! Ah, wie cool! Naja, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn das in die falsche Hände gerät, dann. The Skyline. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Die Skylines von nicht ein ordentliches Gerät dafür. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Krass. Was ist mit ihm denn hier? Verkaufsautomat? Aha, bockender Bronco. Aha, bockender Bronco. Bockender Bronco Freischaltung. Aha, 375. Klasse, haben wir ja eh nicht. Alter, was man hier alles machen kann. Der sieht auch ein bisschen gelangweilt aus. Boxer vorne, Boxer vorne. Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Aha. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist dein Voxophon? Was ist dein Voxophon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Ja, bezahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Kann ich mal eben da reinrülpsen? Dann können die das in 3 Jahren sich anhören, wie sich das anhört. So. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Normal warte ich, bis Fink die Kinderkrankheiten behebt. Krass. Das ist schon... Was hier los ist auch. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Alter, wer ist er denn? Sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Alter, gegen den will ich aber nicht kämpfen. Das achte Weltwunder. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Alter. Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Boah, krass. Ich weiß schon, warum ich mich auf diesen Teil gefreut habe von Bioshock. Warte mal, bevor ich jetzt sein gehe, ich jetzt mal hier gucken. Kann ich hier auch schießen? Luftgewehr. Ah, 5, 10, aha, okay. Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Jawohl, legen wir mal los. Wenn Sie die Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Den Boxschlottern die Knie vor Angst. Oh, den Boxschlottern.
an die Knie vor Angst. Alter. Habe ich jetzt... Oh, ich glaube, ich habe... Ich habe aus Versehen Viereck gedrückt. Ich muss da nochmal machen. Warte mal. Ich hatte aus Versehen Viereck gedrückt gehabt. Wegen Nachladen. Ja, ja. Oh Gott, bin ich schlecht. Jawohl. Kann ich auch wegnehmen? Ah, ne. Schade. Naja, immerhin. Oh, wie cool. Warte mal, ich gehe nochmal eben kurz da unten hin. Ob das da unten auch noch irgendwie weiter ging oder so. Mal eben schauen. War hier noch irgendwas gewesen? Das sind keine Ahnung. Hier waren wir auch noch nicht. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Ach so. Da ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Klingt doch super. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Naja. Okay, hier ist eine... Hier ist eine Wiese. Und hier... Krass. Komm aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und zwar vielleicht bleibt das auch so. Vielleicht ist es einfach nur so ein Walking-Simulator. Man weiß es ja gar nicht. Sei unser Prophet. Ich habe jetzt schon gelobt Angst davor, was da noch kommt. Ich werde, glaube ich, bei diesem Let's Play, glaube ich, mich verlieren. Ich glaube, ich werde untergehen. Also der macht mir schon am meisten Angst. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Mhm. Frauen auch? Nehmen Sie her. Entschuldigung. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Ah, Liebe. Weißt du, er trinkt es einfach. Er hat keine Ahnung, was es ist, wo er ist. Er trinkt es einfach. Warum? Beherrschung. Press to turn machines into allies. Ah ja, gut. Das kennen wir ja. Drücken Sie L2, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einer Verbündeten zu machen. Ja. Und was war das? Aha. Ah, das wäre cool. Was haben wir hier? Salz. Bevor ich jetzt dahin gehe, was haben wir hier? Salzautomat benutzen. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Vier Geschmacksrichtungen. Was ist so falsch an Vanille? Ah, guck mal, der Jojo. Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade ich? Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ja, es herrscht gerade Sturm. Aha. Ja gut, dann gucken wir mal. Oh, warte mal. Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. So, gucken wir mal. L2 war das, ne? Der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso danke. Habe ich Sie bloß vor dem nicht erkannt? Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Was? Wer sind die denn? Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Wer sind die denn? Ah, Kolumbien-Jahrmarkt und Verlosung. 1912. Mhm.
Was steht da? Singt ein Loblied auf Songbird. Denn er ist der Beschützer des Lamms. Eieiei. Was hier? Dollar Bill. Verkaufsautomat. Ah, ja, die kennen wir ja, die Verkaufsautomaten. Guck mal, Gesundheit. $14. Die können wir doch auch beherrschen, ne? Warte mal. Ach, ich hab nicht genug Salz. Warte mal. Kann ich nochmal... Ach, scheiße, ich kann den mal zurück, ne? Verdammt. Egal. Ah, Salz ist also quasi unsere Energie, die wir brauchen. Unser Mana. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Wer, ich? Mich wirkt er eher attraktiv. Mary, hallo. Du bist wieder mal unmöglich. Ladies, du bist unmöglich. Einer nach dem anderen, bitte, Ladies. Ich habe sonst nicht so viel Zeit. Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Vater Franklin-Automaten? Was sind da drin? Heilige Dildos oder was? Entschuldigung. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die... Boah, krass. Alter Schwede. Eieieiei. Oh, wie cool. Fehlt nur noch, dass die Super Mario gleich als Ballon vorbeifliegt oder so. Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verbringen. Wer sind denn die Vox? Hört sich an wie so eine Propaganda. Was war's denn? Die Vox hört sich an wie so eine Propaganda-Organisation, ey. Naja, gucken wir mal. Oh, wie cool, die Kinder spielen hier alle rum. So, was haben wir hier? Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Du sollst den falschen Hirten an seinem Zeichen erkennen. Was zum... Was? Okay. Wir sollten unsere Hand irgendwie bedecken. Tag der Verlosung. Jeremiah Fink möchte, dass du an der Verlosung am 6. Juli besuchst. Ah ja. Den Song kennen wir, den wir da hören. Ich hoffe nicht, dass... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wie geil das ist. Ich glaube, wir kommen der Verlosung immer näher. Ich habe da so ein Gefühl. Ich habe auch immer so ein Gefühl. Die ganze Mülltonne durchsuchen. Jetzt ist das Spiel wieder so laut. Das ist so... Alter. Oh Gott. Warte mal. Jetzt ist das Spiel wieder so laut. Ich verstehe es nicht. So, jetzt geht's wieder. Ah, guck mal. Hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Ich halte mich mal so ein bisschen im Hintergrund. Sicher ist sicher. Ich will aber nicht an der Verlosung teilnehmen. Kann ich hier einfach durchgehen? Ich versuche mal, mich hier vorbeizuschleichen. Möchten Sie vielleicht einen Ball? Nee, will ich nicht. Was will die Kleine von mir? Die soll abhauen. Ich will hier durch. Lass mich durch. Oh, muss ich ernsthaft so einen Ball da nehmen? Ich will aber nicht an der Verlosung teilnehmen. Hey, so wie ich mein... Hübscher, kommen Sie mal her. Wer weiß. Vielleicht gewinne ich ja eine Fahrt nach Monument Island. Sorry, ich kaufe nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist... Ne. Nummer 77. Tja, was sagt man dazu?
71, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Hä? Was soll das denn? Bitte, bitte nicht. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tun Sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Ne. Nimm lieber mich. Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir Ach so. Auf die Sprünge helfen. Los jetzt. Was will ich tun? Die Zeit verrinnt. Da ist was? Er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben mit unserer Herde nichts zu suchen! Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Was? What the fuck, Alter? Was? Oh. Okay, ich glaube, vorbei mit der Idylle. Alter, wenn du einen Totenkopf auf dem Gegner siehst, kannst du 3 gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Alter, was? Alter, vorbei mit der Idylle. Jetzt gibt's Action. Ach du heiliger Strohsack. Alter, dass das jetzt mal so abgeht, hätte ich nicht gedacht. Alter Schwede. Gibt einen auf die 12. So. Was, du verdienst nicht besser? Scheint hier oben noch jemand zu sein. Alter Schwede. Höh, der hat eine Knarre. Geh weg. Schau mal, wo ist der? Oh Gott. Höh, lass das. Oh, ich hab eine Knarre. Ach so. Oh Gott, ich muss jetzt mal klarkommen hier. Alter Schwede. Also, haben die was gegen andere Haut... Monument Island. Nein! Was? Da muss ich doch hin. Also haben die was gegen andere andersfarbige? Alter Schwede. Okay. Gesundheit nehme ich mit. Mülltonne nochmal durchsuchen. So. Alter Verwalter. Ein Voxophon. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Feuerwerk! Juhu! Feuerwerk! Jetzt wird abgerechnet. Ah, Munition, Salz, sehr schön. Zuckerwatte. Ich probiere es mal aus. Aua, Alter. Ist er jetzt immer bei uns oder ist es irgendwann zu Ende? Nein, der ist nicht mehr. Der gehört nicht mehr uns, okay. Boah, wie geil das Gameplay ist. Das Gameplay ist auf jeden Fall nochmal bearbeitet worden, als wie bei den Vorgängern. Es ist wesentlich flüssiger auch im Laufen alles.
wesentlich angenehmer. Wo die anderen Bioshock-Teile sich auch gut gespielt haben, aber man merkt, dass sie noch ein bisschen am Handling gearbeitet haben. Das ist ja geil. Ich komme gerade vor wie der Mann mit dem goldenen Colt von James Bond. Das war Derek, ne? Oh, ich habe kein Salz mehr. Was ist das denn hier? Ah, Munition. Nehmen wir mal mit. So. Mist. Ah, Salz. Aber reicht nicht aus. Oh Gott. Oh oh. Aua, was? Eieieiei. Macht mich gerade wenig Schaden. Aua, lass das. Ach, hier waren wir ja schon. Kann ich das Ding auch ausschalten? Alter! Ah ja, jetzt. Okay. Ah, man kann es auch wieder durchsuchen. Das ist cool. So. Dann gucken wir mal. Police don't cross. Was haben wir hier? Gesundheit? Ja, Munition haben wir voll. Warte mal. Wo ist er denn? Na,